Bücher. Hätte ich doch bloß mehr Platz im Rucksack. Du liest also gern, hm? Wenn ich nicht vor Huntern und Infizierten weglaufe? Ja, dann lese ich gerne. Mei, süß, die Kleine, die wird immer interessanter. Oh, was ist hier los? Bewegt er sich noch? Nicht, dass er sich hier nur tot stellt. Ich dachte, ich hätte da gerade was registriert. Ja, Jungs, ne? Wisst ihr Bescheid? Und, was Interessantes dabei? Nichts. Für mich auch nicht, irgendwie. Ich kann hier nichts finden. Hier müssten aber ein paar Comics rumliegen eigentlich für die Ellie. Wäre ziemlich... ziemliche Verschwendung da, ist was, aber das ist was zu fressen. Ah. Hier keine Comics zu platzieren. Okay, ich würde sagen, ja, was würde ich denn sagen? Ich bleib doch erstmal oben, ich schaue mich erstmal oben um und dann schaue ich mich nochmal im Erdgeschoss um. Herrje im Himmel, das war jetzt nochmal hier actionreich. Das ist echt eine ganz andere Liga hier mit den neuen Gegnern. We buy used books. Tut ihr das, ja? So, hoch hier schauen. Ach, schau hier. Auf dem Regal. Müssen wir mal Ausschau halten. Dass vielleicht auf dem Regal was ist. Das war fies. Aber durchaus zu vermuten. Okay, hier ist überall nichts. Nur diese Backsteine. Wahnsinn, ey. So ein Stress. Und ich bin wieder gestorben. Ich könnte mich so aufregen. Ich sterbe immer bei der ersten Konfrontation mit irgendwelchen Gegnern, Gruppen oder sonstiges. Ist meine Sterberate viel zu hoch. Dabei kenne ich das Kampfsystem doch jetzt auch schon und alles. Und ich sterbe immer noch. Es regt mich auf. Das kann nicht sein. Kann ich angehen hier. Oh, oh. Was ist das denn? Dawn of the Wolf, Part 2. Mei, das sieht aber sehr reell aus. Zielfernrohr, okay, ist klar. Da ist eine Tür, eine Kasse und eine Theke. Abrechnung bitte. So, und mal anschauen. Ja, alles mitgenommen hier. Was mitzunehmen geht. Okay, Ellie, du bist durch, oder was? Mit deinem... Oh, da geht's wieder runter. Das lassen wir mal sein. Und hier geht's auch raus. Nein, da geht's vermutlich jetzt richtig weiter dann. Das möchte ich noch nicht. Erst wird hier nochmal eine Runde geschaut. Und Steine durch die Gegend. Oh! Fuck you! Mein Gott, das ist schon das zweite Mal, dass es passiert ist. Ich wollte eigentlich nur ganz spontan einen Stein oder irgendwas wegwerfen hier und treffe die Ellie fast. Ja, Wahnsinn. Eine Bibliothek. Machst dir gemütlich, ja? Mai. Mai, Mai, Mai. Hier ist auch nichts versteckt. Da geht's runter. Boah, was ist das für krasse Plakate hier? The Man I Killed. The Bridge Theater. B plus R Film. Blood Samurai. Mhm. Sehr innovativer Name, der Blut Samurai. Aha, schau, hier ist was. Eine Flasche, toll. Mann, Comics. Wie sieht es mit Comics aus? Das ist eine Bibliothek hier. Es kann nicht angehen, dass hier keine Comics rumliegen. Oder sonstiger anderer Kram, der für uns nützlich ist. Liebe Entwickler, warum nutzt ihr nicht die Chance? Okay, dann. Eben nicht. Kann ich hier runter? Oh, ich versuch's mal lieber nicht. Wir gehen mal da vorne jetzt die Treppe runter. Mein Gott, Joel ist aber auch ziemlich langsam. Wie sieht's mit der Energie aus? Gut eigentlich. Warum ist er dann so slow? So, so, so. Dann geht's hier mal weiter. Da hat was zu liegen hier. Messer. Wie sieht's eigentlich aus? Kann ich noch was basteln hier? Oh, L3, was war das jetzt? Jetzt war ich kurz verwirrt. L3 brauchen wir nicht. Ich brauche auf jeden Fall Medikits hier. Sehr schön. Ach, eine Rauchgranate wäre auch gut gewesen. Gar nicht mehr gewusst. Oh, ich will die Bomben hier haben. Die sind gut. L3. Verlasse die Buchhandlung durch den Notausgang auf der Hinterseite. Ich weiß. Dankeschön. Den hatte ich schon entdeckt. Und auch schon als Ausgang erkannt. Aber... ihr wisst ja Bescheid. So. Hier ist nichts mehr, die Taschen aber flackert schon wieder. Ein Feuerlöscher. Cool. Da hätte ich auch mal drauf schießen können. Das mache ich jetzt eben schnell. Mal gucken. Oh, mit dem letzten Schuss, oder? Nee. Oh.
Die Ellie taucht einfach so auf, ey. Nein, warte, ich will die andere Waffe benutzen. Da habe ich nämlich immer Schuss für. Achtung, Vorsicht, jetzt. Der wird gleich was hochgehen. Ellie, na, das läuft natürlich genau hier entgegen. Oh Gott, verpiss dich, Ellie. Weg hier. Hallo. Jetzt muss ich wegpushen hier. So. Geht doch. Achtung, jetzt kommen die wieder. Freche Göre. Juhu. Wow. Ah ja, da schau her. Ich glaube, so sieht auch unsere Rauchbombe aus. Wenn wir diese dann auslösen. Wahnsinn. Krass, mach nicht so einen Backstein bloß. Und die Taschenlampe. Es passiert nun hochfrequenter, dass die Taschenlampe hier immer ausfällt. Sie wird doch wohl nicht hier ihren Zenit erreichen. Fände ich sehr ungünstig. Hier liegt auch nichts rum. Nein. Na gut. Alle Dude. Ah ja. Schau mal an. Hier geht's ja noch weiter. Räume technisch. Mal Thermometer anschalten hier. Ist ein bisschen warm hier. Oh, was steht denn hier? Kann man das lesen? Nein. Sieht auf jeden Fall wichtig aus. Ah ja. Da schau her. Da haben wir was. Zone aufgeben. Wir lesen, Oberst Mackenzie, Atlanta Quarantänezone. Sir, nach 14 Monaten in diese kleine Revolte ist diese kleine Revolte zu einem Blutbad geworden. Wir haben zu viele Männer verloren und sind offen gesagt dabei, die ganze Zone zu verlieren. Wenn wir noch länger bleiben, werden wir alle getötet. Ich erwarte Ihre Befehle. Captain Mastros. Ja. Okay, hier war wohl einiges im Argen auch wieder. Völlig klar. Diese Hunter haben ja ordentlich Radau gemacht. Ja, Mann. Ammo. Ich will Ammo haben. Okay, da geht's raus. Oh, was steht denn hier überall? Real Estate. Biographies. Da fällt mir auf, wenn man nicht schon mal in der Bibliothek. Ach, schau hier. Oh, Feueralarm. Push the button. Oder pull the button. Ah ja, okay. Hier haben wir noch mehr Zeug. Stechkarten. Für die Mitarbeiter. Okay. Da ist Teile mitnehmen. Die verschiedensten Teile für die verschiedensten Modifikationen. Da liegt auch noch was, eine Flasche. Oh, hier. Hier hat's auch was. Sehr schön. Lappen, Lumpen. Alles. Bam. Weg damit. Regt mich das alles auf hier. Hier burns fire. Hier geht's dann wohl hoch. Komischerweise. Lag hier was? Nein. Okay. Ah ja, okay. Dann komme ich jetzt hier raus. Alles gut. Ah, da vorne liegt noch was. Schaut. Ah, okay, ist voll. Ja, schön. 30% of all books. Was, da haben wir noch gar nicht angeschaut. Schaut hin. Ach, ist das schön hier. Wenn hier nicht so ein Stress wäre, wäre es hier ganz gemütlich eigentlich. Kann ich verstehen, dass man sich hier einrichtet. Rivers Café. Das ist so schön gemütlich hier, doch. Kann man machen. Das kann man machen. Ah, da hinten ist noch ein Raum, stimmt. Den habe ich noch nicht begutachtet. Oh, natürlich. Aber wir haben natürlich ein Messer dabei. Immer ein Messer dabei haben. Oh, jawohl, ja. Very nice. I like. Ah, that's so good. Oh, was ist das denn? Ah, okay, Schere. Und ein weiterer Zettel. Was war das denn jetzt? Karte der verlorenen Gebiete. Lesen. Vom Militär verlorene Gebiete der Quarantänezone Pittsburgh. Liberated. Okay. No survivors. Na gut. Dann das hier mal aufnehmen. Halt! Aufnehmen. Gedrückt halten, genau. Baseballschläger ist nämlich fast kaputt. Und die Stange ist genau richtig. Was hast du denn, Kleine? Du seufzt hier schon wieder rum. Mach's dir gemütlich, setz dich mal irgendwo hin. Wir haben für dieses Gebiet gekämpft. Wir sollten es auch mal etwas genießen. I think. Gut. Dann geht's eben weiter. Ja, ja, ich weiß schon. Danke für den Tipp. Ist klar. Oh, hier geht's nochmal raus. Sehr schön. Ist hier noch was versteckt, oder was? Guck mal, hier geht's hoch. Das ist verdächtig. Ah, scheiße, da geht's nicht weiter hoch. Doof. Hätte man es auch was verstecken können? Okay, das ist der Hinterhof. Oh, was steht da?
Another three soldiers dead. What is going to take give up? Oh, scheiße. Mhm. Die führen hier echt einen Kleinkrieg gegen die Soldaten, die Hunter hier. Krasse Scheiße. Und wir sind mittendrin statt nur dabei. Ein Motto, das in dieser Welt leider nicht so positiv aufzunehmen ist. Okay, Ellie, wo bist du? Wo rennt die jetzt rum? Ist sie schon hier unten, oder was? Nein. Ah, da kommt sie. Na gut. Oh, was ist hier? Nichts. Jede Menge Reifen. Schau mal, es sind doch gute Reifen. Hau die vier Reifen hier auf ein Auto drauf und dann die Batterie wieder. Könntest du bestimmt hinkriegen, Mensch, Joel. Wenn wir selbst ein Auto zusammenbasteln, so schwer kann das nicht sein. Bill hat's gepackt, dann kannst du es auch. Okay. Oh je, oh je. Mann. Es ist doch verrückt, Soldaten aufzuhängen. Wenn Leute verzweifelt genug sind, sind sie zu fast allem bereit. Die Leute, die protestierten, sind das die, die uns attackieren? Ich glaube schon. Okay. Da kann man nichts machen. Aber die hängen auch schon ein Weilchen, so wie die aussehen. Guck mal, das ist schon ein Skelett. Wahnsinn. Das sind ja schon Skelette. Die hängen schon ewig. Krass. Haben die nichts bei sich? Nichts Nützliches? Nein. Schau hier das Auto! Mein Gott, das müsste noch fahrtauglich sein. Das kann doch nicht sein, dass hier alles kaputt ist, ey. Alle Autos. Autos sind so wichtiges Gute. Das wäre das erste oder eines der ersten Dinge, die man doch bei einer Apokalypse retten sollte oder irgendwie versuchen sollte aufzubewahren, dass es noch funktioniert. Wahnsinn. 20 Jahre, mein Gott. Muss doch möglich sein. Mal sehen, wo sie hinführt. Ah, oh, nur zu weiteren Gefechten wahrscheinlich. Ist auch Wahnsinn, dass wir die ganzen Leute hier platt machen. Es ist halt einfach von Grund auf unrealistisch. Aber anders geht's eben nicht. Okay. Will ich da runter? Nein. Aber ich muss. Pass gut auf, wenn du springst. Oder fällst. Ne? Das war ja nicht gesprungen, das war ja eher fallen. Oh, da liegt was. Nimm es auf. Pillen. Wurde mir gar nicht angezeigt hier. Mit einem Icon. Okay, meine Taschenlampe. Sackt schon wieder. Herr Jemini. Okay, da geht's auf die offene Straße raus. Das wird ungut. Ich nehme mal besser mein Gewehr. Weil das jetzt hier kritisch werden könnte. Oh je. Das schreit doch wieder geradezu nach Ärger. Verdammte Hacke. Ja, was ist jetzt eigentlich überhaupt? Wir müssen Onkel Tommy finden irgendwo, ne? Das ist doch unser Main-Ziel eigentlich. Wow. Hier ging es auch heiß her. Runter, 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 runter. Da sind noch mehr. Los, schnell mit der Tanke. Okay. Hauen wir ab. Was war das denn jetzt? Okay. Die haben uns nicht gesehen. Da ist die Brücke. Wir sind jetzt näher dran. Glaube ich. Dann weiter so. Na komm. Okay. Boah, lassen wir erstmal hinten alles abchecken. Zur Brücke und dann? Wie soll es denn dann weitergehen? Mehr verrät uns Joel bisher noch nicht. Death for Freedom. Ja, das klingt natürlich logisch. Urteile. Das Mädchen ist so dürr. Welches Mädchen? Wo ist denn die Ellie? Ach, da. Ich dachte, früher gab's genug Essen. Das stimmt. Manche wollten es nur nicht. Wieso denn das? Die Figur. Wie bescheuert. Ja. Wie unvoreingenommen sie ist. Wahnsinn. Das war früher dein Schönheitsmerkmal einfach, ne? Attraktivität. Fall.
Die kleine Ellie Hensch. So, was aus der mal wird, würde mich interessieren. Ich hoffe, bin so gespannt, wie das Spiel ausgeht. Out of Opinions, oder? Options, out of Options. Ich bin so gespannt, wie das Spiel ausgeht. Und ich hoffe, es wird einen Nachfolger geben. Das wäre echt jetzt schon, wäre es mir jetzt schon wert. The Last of Us 2. So, mal ein bisschen wütend hier. Oh Gott, was sagt uns die Musik? Sie sagt uns Gefahr. Oh, was hat das jetzt zu bedeuten? Oha. Riggle Apartments. Hm. Heißt das, ich muss hier entlang, oder was? Ah, shit, jetzt weiß ich nicht. Soll ich hier entlang? Okay, ich darf hier entlang. Ich kann hier entlang, sehr schön. Okay. Das sieht nach ein bisschen... Hoffentlich gibt's hier was Brauchbares. Geheimniskrämerei hier aus. Sehr schön. Oha. Reissäcke. Sehr schön. Sie hat den Groove raus. Boah, hier riecht's mal richtig... hier muss es richtig vermodert riechen, hey. Zieh durch den Schimmelpilz rein, hey. Oh, jawohl. Oh, Pfeile, Pfeile, Pfeile. Geil, dann werden wir mal ein paar echte Menschen, richtige Leute, mit Pfeilen schnetzeln hier. Oh, hier ist ein Zettel. Zettel, was steht denn darauf? Brief von Mutter. Oh, shit.